Anne from Beefhead Videos. Just calling to let you know that the video you reserved is here. Title is How to Please a Woman in Bed 101 Part 3. Oh, one of the girls here said that you might need a new pillow cover for this one. You know, just for protection. Thank you. Congratulations, Mr. Touchdown. Your registration for the 7th UAA rank is now complete. As always, we have faxed you some information about the rankings in case you wish to continue your ascent. Please transfer the money into the designated account as soon as possible. Thank you, and have a nice day. $300,000 Land Squid Bird Rider brauchen wir hier schon. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir kriegen ja auch neue Jobs und mit dem letzten Job haben wir schon 60.000 auf einmal bekommen und jetzt werden es wahrscheinlich Richtung 100.000 oder 80 zumindest. Das kriegen wir schon hin. Aber jetzt schauen wir erstmal ans Telefon, ob es neue Nachrichten gibt. Wahrscheinlich nicht. There are no new messages. Dann spielen wir mit Jean. Yeah! Nice! Gegen Jeans Reflexe sind wir machtlos. Und dann gehen wir. Tschüss. Wir brauchen einen Job. Jetzt gucken wir erstmal wieder. Jetzt müssen wir alle Läden wieder abklappern und uns dann... Jetzt geben wir wahrscheinlich das ganze Geld, das wir gerade von dem Auftrag bekommen haben, aus. Aber dafür verdienen wir dann wieder Neues durch neue Part-Time-Jobs. Ah, der Kamerawechsel, wenn man die Treppe runterkommt, ist immer schwierig. So, gehen wir erstmal... Ich weiß gar nicht mehr, was die Symbole auf der Karte sind. Gehen wir erstmal hier zu den Hornochsen. Ah ja, vielleicht kriegen wir ein neues Video. Und dann lernen wir vielleicht einen neuen Wrestling-Move. Das wäre cool, weil ich habe das Gefühl, der macht immer die gleichen. Ich brauche viel mehr Auswahl. Ich habe das ja aus Schweden bekommen. Mann, die haben guten Stoff in Skandinavien. Das Königreich der Bootlegs. Such dir was aus. Jo, was haben wir denn da? Living Legend Thunderio. Es ist unser Fitnessstudio-Besitzer Thunderio. Cool. Come back again. Wenn wir das nächste Mal daheim sind, darf ich nicht vergessen, dass wir uns das Video angucken. Haben wir schon wieder genug Dragon Balls für den Dragon Ball Kerl? Ich glaube, das haben wir im letzten Stream gestern noch alles gemacht, ne? Alle, die ich hatte. Jetzt gehe ich gleich mal weiter, eben zur Laserschwert Lady. Vielleicht gibt es neue Upgrades oder vielleicht sogar ein neues Modell. Ich kann mich erinnern, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Laserschwerter hinten raus teilweise echt teuer werden. Wow. T-Shirt! What? Wir haben ein T-Shirt im Mülleimer gefunden. Cool. Da bin ich gespannt. Hey, ich kann mich wirklich nicht erinnern, null erinnern, dass man die Müllcontainer öffnen kann. Vielleicht habe ich das tatsächlich nie gewusst. Obwohl, ich habe es schon echt oft durchgespielt. Aber andererseits, es wäre so cool, wenn ich da ganz neue Sachen jetzt freischalten würde. Yes! Money können wir jetzt gleich brauchen. Auf die neuen T-Shirts bin ich gespannt. Geheime Müll-T-Shirts. Die können nur gut sein. Hey, don't lay a single finger on anything. Ein neues Modell, hat sie gerade gesagt. Cool. Oh, aber es ist noch nicht fertig. Nee, schade. Und Teile hat sie auch keine neuen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Naomi. You Otaku. Na und? Lass ihn halt Otaku sein. Das wäre echt krass, wenn ich das nicht gewusst hätte. Ja, keine Ahnung. Wirklich, das kommt mir so null bekannt vor. Aber andererseits, ich bin mir ziemlich sicher, das muss ich, oder? Ich habe das Spiel mindestens 5-mal durchgespielt. Da bin ich mir ziemlich sicher,
Da muss mir irgendwann mal aufgefallen sein, dass man die Müllcontainer öffnen kann. Das ist, glaube ich, nur komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Aber die Müllcontainer sind ja wirklich eine gute Geldquelle. Viel besser als die... Löcher, die man ausgraben kann. Und dann kriegt man auch noch T-Shirts. Ohne Ende. Die Müll-T-Shirts sind der Hammer. Cool, da bin ich gespannt. Ja, jetzt, ich gehe gleich nach Hause jetzt. Weil... Wir sind eh gerade noch so nah an unserem Zuhause, da schaue ich gleich mal vorbei. Können wir uns das Video anschauen? Das letzte Schwert bekommst du, glaube ich, erst beim zweiten Run. Ah, aber gibt es wirklich sonst keine anderen Schwerter? Ich dachte, es gibt mehr. Aber in meinem Kopf kann man auch viel mehr customizen, was ja auch nicht der Fall ist. Vielleicht bringe ich da auch was mit dem zweiten durcheinander oder mit einem ganz anderen Spiel. Mit Jedi Knight oder so, kann auch sein. Ich weiß es nicht. So, schauen wir nochmal schnell heim. TV. Video Nummer 2. Brainbuster Slam! Nice. Was ist denn das für ein T-Shirt, das der da anhat? Ach, ist das eins der Müll-T-Shirts, die er jetzt automatisch schon angezogen hat? Ah, ja voll. Aha, okay. Schauen wir mal, was die neuen T-Shirts sind. Okay. Was? Keine Helden mehr! Was? Ein Keine Helden mehr T-Shirt. Das ist ja witzig. Du hast das erste, dann kommt, glaube ich, mit den drei Klingen und dann das grüne, wenn ich mich nicht irre. Ja, wann kriegt man denn das mit den 8 Klingen, die alle an einem Ding sind? An das kann ich mich nämlich noch erinnern. Keine Helden mehr. Ist schon witzig, ne? Frag mich, in wie vielen Sprachen es das T-Shirt gibt. Kann man den Briefkasten auch aufmachen? Nee, schade. So, dann müssen wir jetzt noch zu unserem homoerotischen Sensei, der uns wieder ganz spezielle Tricks beibringt. Und dann gehen wir ins Arbeitsamt. Aber vorher mache ich die Mülleimer auf. Yeah. Yeah. I know. You want that, right? Schade, wir können nur wieder die beiden Standard-Trainings machen, aber damit unsere Vitalität und Stärke leicht erhöhen. Also warum nicht? Okay. Ja. Das ist echt anstrengend. Oh Gott. Na komm schon, wir haben nicht mehr so viel Zeit jetzt. Puh.
Ich meine, das Gute ist, dass wir jetzt wenigstens nicht ganz so viel Geld ausgeben dafür. Dadurch, dass es keine neuen Teile gibt und keine neuen Übungen und so, Moves, sparen wir ein bisschen Kohle. Könnten wir mal nochmal in den Kleidungsshop schauen und da vielleicht noch was kaufen. Hi, Fall Crusader. Hallo. Was hast denn du da für ein Symbol? Aktueller Supporter des Hype Trains. Ah, cool. I wait for you. Wenn ich das so sehe, freue ich mich echt schon auf Yakuza Like a Dragon. Das soll ja echt cool geworden sein. Fall Crusader, dankeschön fürs Auffüllen des Bitglases. Bitte ein Bit. Stimmt eigentlich, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Juhu! Dankeschön für den Bitregen. Freut mich sehr. So, weiter geht's. Halt, stopp, da ist ein Dragon Ball. Jetzt, wo ich weiß, dass Mülltonnen Loot-Tonnen sind, genau, gehe ich viel lieber in so Hinterhöfe und so komische Ecken. Wie viel ich da schon übersehen habe, wahrscheinlich bei meinen Dragon Ball-Expeditionen. Yes! Das ziehen wir auch gleich an, oder? Ja, das ist ganz cool. Ja, warum denn nicht? Nice. Okay. Wow. Cool. Ich finde das Spiel immer noch absolut großartig. Es gibt wirklich Spiele, die sind, finde ich, nicht so gut gealtert. Die machen heute keinen Spaß mehr. Die habe ich aus nostalgischen Gründen immer noch gerne, aber... Aber No More Heroes kann ich immer noch super spielen. Das macht mir immer noch genauso viel Spaß wie damals. So ein bisschen wie Resident Evil 4. Ich meine, Resident Evil 4 ist technisch natürlich ganz was anderes als das hier. Das ist, kann man eigentlich so gesehen nicht wirklich vergleichen. Aber vom reinen Spielspaß für mich schon. Come on in, brother. Take a good look around. Ich glaube, ich kaufe jetzt endlich mal die pinken Gläser. Gläser? Ja, warum nicht? Ich meine, so ein Zebra wäre schon cool, ne? Nee, ich behalte mal seine Standardjacke. Da warte ich, bis was kommt, wo ich sage, yeah, das brauchen wir. Ah, das gefällt mir schon auch irgendwie. Aber jetzt haben wir so ein tolles Mülleimer-T-Shirt, ne? Das behalten wir jetzt mal. Ich meine, das ist Travis Stil, oder? Zu Travis passt das schon echt ganz gut. Das könnte man schon machen. Ach ja, ich nehme mal einfach hier die schwarze Jeans hier, die schwarze Hose, weil einfach mal ein bisschen was Neues fürs Auge und so. Und die ist nicht zu teuer. Und einen roten Gürtel. Bisschen Kontrast, bisschen Farbe reinbringen. Okay, genug Kohle ausgegeben hier. Ich finde den Synchronsprecher von dem Lando ist jetzt auch so geil. Der nuschelt so komisches Zeug zusammen. Es klingt irgendwie total super, wie der redet. See you on the other side, brother.
Missionen assigned. Sudala, wo ist denn jetzt das Jobcenter? Das ist in der Richtung. Krishna, I have not mastered secret of first class yet. Ich kann mich vage an ein Genki Rocket Outfit erinnern. Habt ihr endlich das Skript geschickt? Ah ja, cool. Bin ich gespannt. Jetzt zur Zeit ist es bei mir zeitlich ein bisschen schwierig, weil ich mich jetzt voll gerade auf die Xbox konzentriere und danach nächste Woche wahrscheinlich genauso intensiv mich auf die PlayStation konzentriere. Aber dann schauen wir mal. Am 2.5. hatte ich es schon geschrieben. Naja, mein Gott, manchmal dauert sowas. Ich habe das Geheimnis der Obersten der ersten Klasse noch nicht gelöst. Aber das ist nicht so schlimm. Der erst eingestufte Gott gibt mir hart arbeitenden Mann ein kleines Lächeln. ...2030 wird das Video online sein. Wahrscheinlich. Bis 2030. Mal schauen. Okay, neuer Job. Bin ich gespannt. Wie gesagt, ich konnte mich nur noch an Rasenmähen erinnern. Gas and fill up cars with gas Autos betanken. Da kann ich mich wirklich gar nicht mehr dran erinnern. Aber gut, los geht's. Passenderweise habe ich gerade ein Metal Gear Video in Arbeit. Ich mache gerade Metal Gear Lore. Und zwar zu den Original Metal Gear Spielen. Weil ich glaube, mit Solid und so weiter ist man in der Regel noch so ein bisschen vertraut. Aber gerade der erste Teil, der ja für den fünften Teil sehr wichtig ist, den kennt kaum jemand. Der ist ja auch nur in Japan erschienen und nur für irgend so ein skurriles Mobiltelefongerät oder so. Die deutsche oder die westliche Adaption von dem Spiel war ja ganz was anderes. Und genau. Da mache ich ein Lore-Video dazu. Da passt dann dein Video auch ganz gut rein, dein Skript. So thematisch ein bisschen. Ich pack nur ein bisschen weiter weg, damit mein Moped dann nicht im Weg steht, wenn ich gleich Autos betanken muss. Die unausgesprochenen Regeln von Santa Destroy... Perseverance... Durchhaltevermögen, glaube ich, gebieten, ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Durchhaltevermögen führt zu Geld. Geld führt zu Reichtum. Die Welt wird für immer verschlossen bleiben für die, die kein Durchhaltevermögen haben. Der Gott des Benzins ist grausam. Verliere dein Durchhaltevermögen und du wirst verbrennen. Das ist, was Durchhaltevermögen meint. Ich glaube zumindest, dass das Durchhaltevermögen heißt. So, also los an die Arbeit. Die ersten beiden Metal Gear, waren die nicht bei Metal Gear Solid 3 oder Peace Walker dabei? Bin ich mir nicht sicher, das weiß ich jetzt nicht. Okay, B-Knopf, um Gas zu pumpen. Just the right amount, okay. Schauen wir mal. Ah, ich muss zum... Okay, passt schon. Kriegen wir hin. Sweet. Der erste hat gar nicht gezählt. Das ist gemein.
Was? Come on! Das war so knapp. Das war so nah dran. Ich war im richtigen Feld. Also wirklich. Was? Das zählt auch nicht? Spinn die jetzt. Muss ich drüber tanken immer? Ich glaube, ich muss immer mehr tanken, oder? Ich darf nicht zu wenig tanken. Na, das war jetzt, glaube ich, doch ein bisschen weniger. Naja, okay. Lieber mehr als wenig, aber nicht zu viel. Ah doch, ich darf sehr viel mehr tanken. Okay. Ja, ich muss einfach drüber tanken, aber wahrscheinlich nicht bis oben hin. Ich teste mal was. Ja, ich darf sehr weit drüber. Okay, gut. Ich versteh's. Der wird schwer. Sehr gut. Die Autos lösen sich immer auf. Die fahren gar nicht wirklich aus dem Bild. Auf einmal sind sie weg. Nope. Die despawnen ein bisschen zu früh. Oder hatte das Spiel damals noch keine Breitbandkamera? Breitbild, Breitband. Ich glaube schon. Ich kann mich ja nicht mehr erinnern, wie viel Kohle wir für ein Auto kriegen, aber ich könnte mir vorstellen, hier kann man gut Geld verdienen mit dem Minigame hier. Kommt zwei, schaffen wir noch gemütlich. Und dann haben wir immerhin 25 Autos. Das klingt doch gar nicht schlecht. Cool. Good job. Och. Das ist zwar okay. Aber für den Auftragskiller-Job an der Schule kriege ich mehr. Hey du Drittklässler, ich habe einen neuen Job für dich. Ach so, ein bisschen shady, das ist ein Standardtext, dass ich jetzt zum Auftragskilleramt kann. Hallo, Travis. Töte 100 Gegner. Okay. Dafür kriegen wir 90.000. Das ist nicht schlecht. Ich hoffe, wir schaffen das. Warte mal, was hätten wir denn da noch? Ich will nur kurz gucken. Baiting Killing Spree. Ach, das ist das wieder. Da bin ich nicht gut drin. Kill all the enemies within the time limit. Hm, okay. Aber das klingt schon... Das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. May you find your overcut? Aber die ersten beiden, also zumindest das erste Metal Gear, gab es zwar im Westen schon für ein NES und so weiter, das haben auch viele gespielt. Das war aber quasi nicht die Originalversion. Und die war auch nicht so gut wie die Originalversion. Und auch Dingsy Bumsy Hideo Kojima selbst hat mal gesagt, so von wegen... Dass das Remake, das im Westen quasi, oder die Adaption, die im Westen als Metal Gear bekannt ist, weil da kannte man auch das Original lange Zeit gar nicht, halt dem Original nicht gerecht wird. Und das hat auch viele seltsame Spielmechaniken und Fehler und Bugs drin. Also Bugs ist relativ, aber einfach sehr fragwürdige Designentscheidungen.
Okay, los geht's. Bam! Ich sollte, glaube ich, lieber keine Wrestling-Moves machen, die dauern zu lange. Lieber alle wegfinishen. Hallo, Kater. Gerade ungünstig, Kater. Komm bitte in 5 Minuten wieder. Das war ein Multikill. Das ist nicht sehr elegant, wie ich hier kämpfe, aber es ist effektiv. Was soll ich machen? Oh, Laserschwert, Kerl, das ist ja gemein. Jetzt hänge ich hier blöd fest. Es dreht alles durch hier. So, aber gleich haben wir es. Oh, okay.
Hallo? Letzte zwei Gegner bitte noch. Wär's nett, wenn der einer noch. Wenn der noch spawnen könnte. Ah, okay. Wenn der sich mit Spawn ein bisschen beeilt hätte, hätten wir unter einer Minute geschafft. Nee, Quatsch, aber eine Minute übrig gehabt, meine ich. Aber ist egal. Goldrang! Die 90.000 haben wir uns hart verarbeitet. Ganz genau, das wollte ich sagen.